Also es ist wieder ein Phänomen aufgetaucht, was ich aus dem Dunkelretreat kenne, dieses Fallgefühl. Ja? Im Dunkelretreat war es so, dass ich dann irgendwann diesen Schwebezustand erreicht hatte, von dem du denn gesagt hast, das sei die rechte Sicht, der dann ungefähr 2, 3 Stunden angehalten hat. Ich hatte vor ungefähr einer Woche, als das mit den Katzen so schlimm war, nicht mal ganz eine Woche, hatte ich beim Einschlafen, also in der Phase des Einschlafens, ich habe gemerkt, dass ich nicht unbedingt eine körperliche Anspannung hatte, eher so eine mentale. Und habe schon gemerkt, oh, das wird wieder eine schlaflose Nacht werden. Nicht, weil ich körperlich erschöpft bin, sondern weil ich mental irgendwie auf Hochtouren laufe. Und dann hatte ich wieder dieses Fallgefühl. Und in dem Augenblick habe ich mich tierisch erschrocken vor diesem Fall. Also ich war nicht mehr in dem Zustand, dass ich das steuern konnte, sondern es ist einfach passiert. Fallgefühl und Erschrecken. Das war innerhalb von einer Sekunde oder so da. Und ich kann nicht sagen, dass ich meditiert habe, aber dieses Phänomen von auf der einen Seite in die Entspannung gehen und auf der anderen Seite dann sofort in die Hochspannung gehen. Das scheint mir jetzt irgendwie wiederzukommen, diese mittlere Entspannung oder so. Ich weiß nicht, es ist mir jetzt eingefallen, ist. Ich versuche das immer noch für mich rauszukriegen, wie ich mit diesem Angst vor dem Fallen, Fallangst, Fallen, Schweben zurechtkomme. Also eigentlich würde ich gerne in diesem Schwebezustand sein, den ich hatte. Im Dunkelretreat, diese 3 Stunden, die ich da hatte. Aber es hat sich, wie soll ich das sagen, also im Alltag hat sich das so nicht eingestellt. Und in dieser Situation jetzt vor einer knapp einer Woche war eben mit dem Fallen wieder eine Angst verbunden. Warum entsteht Angst oder irgendeine Reaktion aus Angst, die von Angst oder Schock oder sonst irgendwas geprägt ist, wenn man die Kette zurückgeht, muss es ja ein Ich geben, was dann diese Angst hat und diesen Schockzustand. Das heißt, die Überzeugung in dein Ich ist noch unglaublich da. Also das ist einfach eine Identifikationsfrage. Und wenn du das weißt, dass das einfach da ist, dann ist der Weg dahin zur Meditation oder zur Fokussierung auf das Nicht-Selbst. Aber wie kann ich auf das Nicht-Selbst kommen, dass das einfach wirklich Illusion ist? Und da kommen wir wieder zum Hinweis hier in dem Werk, was so unglaublich toll beschrieben ist. Der Weg beginnt mit dem Vertrauen in Lehrende oder in die Lehre, in diese Weisheit, die einfach da ist. Damit beginnt der Weg. Könnte ich mir vorstellen, dass ich nicht mehr für mich selbst irgendwie rumprobiere und mache und tue oder sonst irgendwas, sondern komplett in das Vertrauen gehe. Und da ist natürlich die Methode über das Guru-Yoga. Dass man, das muss nicht sofort mit dem Guru-Yoga beginnen. Es kann die erste unglaublich wichtige Methode ist die Zufluchtnahme. Also du brauchst eine Sicherheit sozusagen. Ne? Gehen wir jetzt mal einfach erstmal über den Verstand, dass wir den mitnehmen können. Und natürlich das Herz irgendwie. Den Herzgeist und du brauchst eine Zuflucht, um überhaupt das für dich annehmen zu können. Also was ich dann in der Situation gemacht habe, nachdem ich wieder, okay, ich kenne das Fallen, ich kenne das Angst davor haben und so weiter, dass ich an den Satz von Pema Chödrön denke, in die Bodenlosigkeit der Erfahrung hinein entspannen. Das habe ich dann gemacht. Also es war mein Satz, ich einfach sage, okay, das ist, ne? Ja,
Das kann man machen. Also man kann sich erinnern an irgendwelche Hinweise von irgendwie Lehrern oder Schriften und so weiter, die einem begegnet sind. Aber gibt es eine noch festere Grundlage für dich, die immer da ist? Wo man nicht noch sucht, wo ist jetzt meine Hilfe irgendwie so, sondern die so fest in dich, in dir kultiviert wird, dass das einfach immer die ständige Erinnerung ist. Das ständige Vertrauen einfach. Und da kommen wir dann wieder zum, zur Gelassenheit, was sich dann auch in diesen extremsten Selbst- oder Nicht-Selbsterfahrungen dann wieder trifft. Aber wir sprechen ja von verschiedenen Erfahrungen, von normalen Alltagserfahrungen, wo ich hochfahre, weil mich irgendjemand da komisch anspricht, bis hin zu diesen tiefen Zuständen des Fallens. Weil das Ich muss fallen. Und wenn man eben auf dem Weg ist, das Ich fallen zu lassen, dann passiert so, also dann erfährt man sowas öfter. Und dann ist es der noch so der Knackpunkt eben, wo ist meine Basis, damit ich sozusagen die Illusion des Fallens durchbreche. Und das ist die Zuflucht. Wie die jetzt genannt wird, das gibt in, ja, gibt es tatsächlich in den unterschiedlichsten Kulturen auf verschiedene Weise. Aber bisher ist es mir im Guru-Yoga am krassesten begegnet. Wir hier, wenn wir unseren Weg gegangen sind, oder ich jetzt persönlich mit dem Meister, haben wir das vorher nicht Guru-Yoga genannt. Wir haben es nicht am Anfang nicht Guru-Yoga genannt. Aber wir haben es so praktiziert, beziehungsweise ich habe es so praktiziert, dass ich mein Ich an den Nagel gehangen habe und einfach diese komplette Zufluchtnahme genommen habe. Und damit war die unendliche Basis im Prinzip geschaffen. Und solange man das nicht nimmt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, wird es eben ein ewiger Kampf sein zwischen dem wahren Selbstfinden, Wollen und das Ich doch nicht loslassen wollen. Wer war denn das? Da gab es so einen wunderschönen Spruch. Mir fallen jetzt die Namen einfach nicht ein, aber es ist zwischen Lehrer und Schüler. Willst du dich selbst erkennen, musst du verschwinden. Moti. Moti bei seinem Lehrer. Ja, Babaji. Babaji, genau. Ja, ja. Mhm. Das ist ein tolles Ding. Also nur ist es die Frage, ob man das für sich selbst oder auf sich selbst wirklich dann projiziert in der Praxis. Ne? Das ist immer schön, solche Geschichten zu hören, wenn dann Einsichten kamen daraufhin. Aber traue ich mich selbst? Nehme ich wirklich selbst diesen Mut zusammen und gehe diesen Schritt? Es tut mir leid, ich krieg's noch nicht zusammen. Ist ja auch nicht das Ding, ne? Das ist bloß schön, wenn wir drüber sprechen, dann hat man es mal eine Facette zumindest gesehen oder gehört und damit kann man weitergehen.